Hallo, leidest du an Schulter- und Nackenbeschwerden, an Schmerzen im Ellbogen oder vielleicht sogar an so einem Kribbeln oder Taubheit in den Fingern? Mit den folgenden Übungen kannst du die Beschwerden in den Griff bekommen und schreib mir gern, wenn du die Übung ausprobiert hast, deine Erfahrung dazu in die Kommentare. Lass uns dafür im Vierfüßlerstand starten und zwar wieder erstmal so, dass du die Hände unter den Schultern platzierst und den Rücken lang machst, also leichte Hohlkreuzposition, die Schultern Richtung Becken ziehst, also die Schultern weg von den Ohren und dann pendel erstmal so ein bisschen vor und rück. Die Finger sind schön gespreizt und lang gestreckt. Ellbogen ist durchgedrückt und einfach mal so ein bisschen vor und rück bewegen. Genau, dann auch gerne mal so ein bisschen nach rechts und links pendeln. Und dann kombinieren wir alles miteinander, Vor-, Rück-, Seite, na, dass du einfach die Handgelenke mal wieder mobilisierst mit so einem leichten Druck. Und dann langsam wieder in der Mitte einfinden und dann platziere ruhig mal eine Hand so unter der Schulter, dass die Finger jetzt Richtung Oberschenkel ran zeigen und der Handrücken aufliegt. Und die andere Hand lässt du ganz normal unter der Schulter platziert, die Finger zeigen da nach vorn. Und dann beweg dich jetzt hier mal so ein bisschen rück und wieder vor und lass mal den Ellbogen möglichst gestreckt. Genau, auch hier leicht mobilisieren, wirklich nur ganz, ganz zart. Und das Ganze immer so, ja, 10 bis 15 Mal. Und danach kurz lockern, mal so ein bisschen durchbewegen, das Ganze natürlich dann mit der anderen Hand. Da zeige ich es vielleicht mal so von vorn. Na, wieder Handrücken auf dem Boden platziert und dann wieder so leicht vor- und rückbewegen. Und wenn du merkst, die Position unter den Schultern kannst du nicht einnehmen, dann wanderst du erstmal mit der Hand weiter Richtung Knie, dass du da einen anderen Winkel hast und dann bewegst du dich hier vor und rück. Aber wenn es geht, versuche hier unter der Schulter zu bleiben und dann merkst du vielleicht hier so im Handrücken oder im Armbereich eine leichte Dehnung. So, auch hier wieder so ungefähr 10 bis 15 Mal vor- und rückpendeln und dann wieder lockern und mal kurz durchbewegen. Nächste Übung zeige ich dir wieder von der Seite. Jetzt nehmen wir beide Hände, drehen jetzt die Handflächen so, dass der Daumen nach außen zeigt. Die Finger zeigen wieder Richtung Oberschenkel. Die Handfläche ist am Boden, die andere Hand kommt in die gleiche Position mit dazu. Und jetzt machen wir das Ganze mit beiden Händen. Du versuchst hier die Handballen am Boden zu platzieren und dich langsam nach hinten zu bewegen. Na, um ein bisschen weiter, leichte Hohlkreuzposition beibehalten, Rücken bleibt also lang. Die Schultern ziehen weg von den Ohren, du machst einen ganz langen Hals. Genau, und dann immer wieder vor- und rückpendeln. Auch hier kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen rechts und links ganz sachte, wirklich bloß ganz, ganz sanft. Also hier sollte kein starker Dehnschmerz entstehen. Und dann auch langsam wieder lösen. Mal kurz so ein bisschen kreisen, mal lockern die Hände, mal so ein bisschen ausschütteln. So, und dann geht es auch schon in die Bauchlage. Da legst du dich so ab, dass du jetzt deinen rechten Arm in so einem Winkel von 10 ja, bis 45 Grad am Boden ablegst. Das heißt, deine Handfläche liegt auf, dein Unterarm liegt auf, deine Armbeuge liegt am Boden. Dann versuchst du auch, deinen Oberarm richtig zum Boden zu bekommen und natürlich auch deine rechte Schulter. So, es kann sein, dass du jetzt hier schon im Arm einen starken Dehnreiz spürst. Achte darauf, dass er nicht zu heftig wird. Also wenn du die Luft anhalten musst, wenn du entgegenspannen musst, dann bist du schon zu stark im Schmerz, dann geh vielleicht ein kleines bisschen wieder raus oder veränder den Armwinkel, so dass es für dich ein mittlerer Dehnreiz ist. So, wenn das für dich geht, stell jetzt hier die linke Hand auf Höhe der Brustmuskulatur auf und dann drehe dich einfach mal zur rechten Seite rüber. Dein linkes Bein, deinen linken Fuß kannst du entweder hier abstellen oder wenn du Platz hast, streckst du den lang nach hinten aus und versuchst durch die Hebelwirkung dich noch mehr nach hinten ziehen zu lassen.
Dein Kopf ist entweder mit oben oder du legst ihn hier am Boden ab, atmest tief ein und aus und versuchst mal, wenn du merkst, die Dehnung lässt ein bisschen nach, noch ein Stück weiter zu verdrehen. Wieder tiefe Atmung beibehalten. Das Ganze kannst du immer so 2 Minuten ausführen. Und nach den 2 Minuten komm langsam wieder aus der Position zurück. Ich mache es ein bisschen verkürzt mit dir hier im Video. Du kannst dann gerne nochmal das Ganze eigenständig nachmachen. Das Ganze natürlich mit der linken Seite. Und zwar wieder so, zwischen 10 und 45 Grad den Arm ablegen über Schulterhöhe. Na, da hast du dann meistens immer die meiste Dehnung, den größten Effekt. Handfläche liegt auf, Unterarm liegt auf, die Armbeuge, also da, wo die das Blut nehmen, versuchst du richtig mit am Boden festzusaugen. Oberarm legst du ab, den Kopf drehst du in die entgegengesetzte Richtung, auch wieder darauf achten, dass die Schulter hier am Boden ist. Und dann dreh dich jetzt natürlich langsam zur linken Seite rum, also auf den Arm, der unten liegt, auf den versuchst du dich zu drehen. Die rechte Hand stützt hier vom Oberkörper, Kopf ist mit oben oder liegt am Boden. Das Bein, der Fuß steht entweder hier auf oder du streckst den lang nach hinten weg und versuchst dich immer weiter und weiter in die Dehnung zu drehen. Auch hier achte wieder auf deine tiefe Bauchatmung. Versuch mit dem Ausatmen da, wo du die Dehnung spürst, zu entspannen, locker zu lassen. Und wenn es geht, vielleicht noch ein bisschen weiter in die Dehnung drehen. Gleichmäßig atmen. Entspannung einatmen und Anspannung ausatmen. So, und dann komm langsam wieder aus der Position zurück. Schieb dich hier einmal nach oben und locker gern die Arme und die Schultern so ein kleines bisschen aus. Einmal noch im Vierfüßlerstand bleiben. Knie wieder unter der Hüfte platziert oder ein bisschen breiter auseinander, wie es dir angenehmer ist. Deine Finger sind geschlossen, die zeigen jetzt nach vorn. Die setzt du hier mal lang nach vorn ab. Dein Gesäß bleibt natürlich über den Knien. Du rutschst hier so weit, wie du kannst mit den Fingern nach vorn und lässt mal dein Brustbein richtig weit Richtung Boden, Richtung Matte sinken. Atmest auch hier wieder ganz tief ein und aus und versuchst immer weiter Richtung Boden nach unten zu kommen. Na, wenn du es aus der Position ein bisschen intensiver möchtest, kannst du jetzt die Fingerspitzen wie so ein Tippizelt hier aufstellen und noch ein bisschen weiter in die Dehnung reingehen. Falls du den Kopf ablegen möchtest, dann leg den bitte mit der Stirn auf den Boden ab, nicht mit dem Kinn. Gleichmäßig weiteratmen und gern vielleicht auch noch mal so ein bisschen versuchen zu verdrehen. Also mal die linke Schulter tief schieben, den Kopf nach rechts drehen, dann die rechte Schulter tief, den Kopf nach links drehen. Oder einfach nur die Position halten, den Po noch ein bisschen höher, das Brustbein noch weiter Richtung Boden. Und auch hier nach 2 Minuten langsam wieder nach oben kommen und dann mal kurz so ein bisschen lockern und durchatmen. Für die nächste Übung könntest du dich sogar setzen. Ich gehe in den Fersensitz, weil du da nochmal explizit auch die Knie ein bisschen mobilisierst. Ne? Mal eine Position, die wir einnehmen können, die viele nicht mehr einnehmen, wo es dann halt leider durch Verspannung zu Knieschmerzen kommt. Also hier hast du einen doppelten Effekt, weil wir dehnen jetzt die Nackenmuskulatur und wenn du das im Fersensitz machen kannst, ist das gleich doppelt effektiv. Das heißt jetzt erstmal, heb dein Brustbein nach oben, zieh die Schultern tief runter, das Kinn ziehst du Richtung Kehlkopf und du stellst dir vor, hier am Hinterkopf hast du einen Faden, wo dich einer langsam nach oben zieht, sodass du deine Halswirbelsäule immer mehr und mehr streckst. So, aus dieser Position heraus drehst du einfach mal den Kopf ganz entspannt nach rechts und links. Na, machst dir also den Schulterblick, schaust mal über die rechte Schulter. Kommst zur Mitte zurück, die linke Schulter zur Mitte zurück. So,
So, dann wieder in der Mitte bleiben und jetzt leg deinen Kopf aus der Position einfach mal zur Seite. Auch wieder darauf achten, na, dass dein Kinn Richtung Kehlkopf gezogen bleibt, dass du die Drehachse, den Drehpunkt hier mittig am Kinn hast, dass du dein Kinn nicht irgendwo hin verschiebst und den Kopf drehst, sondern wirklich ganz stabil bleibst. So, und dann lass deinen Kopf jetzt einfach mal nach rechts geneigt. Nimm dazu gern die linke Hand nach hinten. Mach mit der rechten Hand, also schließe mit der rechten Hand zusammen, eine Faust. Nimm die mit zur rechten Seite rüber. Versuch hier in dieser Position zu bleiben, dass du so an der rechten Taille jetzt deine linke Hand dran hast. Und dann atme tief ein und aus. Vielleicht merkst du jetzt schon die Dehnung. Und ansonsten zieh gern jetzt nochmal die linke Schulter ein bisschen tiefer. Und du merkst dann hier, wie immer mehr und mehr die Dehnung entsteht. Und wenn es für dich angenehm ist, dann beweg nochmal ganz, ganz langsam den Kopf mit tief. Zieh also das Kinn wieder Richtung Kehlkopf. Bleib auch mit dem Kopf zur Seite geneigt. Und dann leg den Kopf nochmal langsam in den Nacken, schieb das Kinn dabei nach oben. Vielleicht merkst du jetzt hier mehr an der Vorderseite die Dehnung. Genau, langsam tief und hoch. Du kannst aber auch, wenn dir schwindelig werden sollte, einfach die Position nur halten. Schulter tief, die Hand richtig schön weit rüber, versuchen geschlossen zu halten. Darauf achten, dass hier die Schulter nicht nach oben wandert, die bleibt auch nach unten gezogen. Und dann kommen langsam aus der Position wieder zurück. Vielleicht mal die Hände jetzt kurz durchlockern. Also darauf achten, dass du jetzt nicht die Schultern hochziehst. Wir wollten ja gerade entspannen. Wenn du jetzt wieder die Schultern nach oben ziehst, spannst du die Muskulatur wieder an und hast sozusagen den gegenteiligen Effekt. Jetzt wieder so, Brustbein hoch, Kinn Richtung Kehlkopf. Der Kopf fällt jetzt zur linken Seite. Du nimmst deine rechte Hand hier nach hinten. Die linke Hand kommt mit rüber, hier macht er wieder so eine Faust. Und jetzt hol deine rechte Hand zur linken Seite an die Taille ran. Leg deinen Kopf schön weit rüber. Zieh die rechte Schulter noch ein bisschen tiefer. Und entweder bleib in der Position oder beweg wieder den Kopf ganz, ganz langsam. Tief und hoch. Spür mal rein, wie sich die Dehnung während der Bewegung verlagert. Mach das auf jeden Fall ganz, ganz langsam, so dass du wirklich zwei Atemzüge oder drei Atemzüge brauchst, um die Bewegung tief und hoch auszuführen. Und auch gerne auch einfach wieder nur halten. Denk wieder dran, du atmest Entspannung ein in den Bauch und Anspannung aus der Muskulatur atmest du hier aus. So, dann kommen wir langsam wieder zurück. Nimm noch einmal die Hände nach hinten, bleib ganz aufrecht sitzen, heb nochmal dein Brustbein an, zieh die Schulterblätter nach hinten unten. Und bleib entweder hier, atme tief in den Bauch und in den Brustkorb ein. Spür hier die Weite in deinem Brustkorb und dann wieder ausatmen. Die Arme noch ein bisschen länger machen, Schulterblätter noch mehr nach hinten unten ziehen. Wenn es für dich geht, wenn es angenehm ist, kannst du auch gern nochmal hier schön langsam die Arme anheben, wieder absenken. Achte beim Anheben und Absenken der Arme darauf, dass deine Schultern nicht gleichzeitig mit nach oben wandern, sondern dass die Schultern tief gezogen bleiben, also immer weg von den Ohren. Und dass dein Kopf keine Ausweichbewegung macht. Also dass du hier nicht nach vorn schiebst, sondern wirklich deinen Kopf gerade hältst und ganz langsam die Arme anhebst und wieder absenkst. So, und dann auch hier mal kurz so ein bisschen lockern, durchatmen. Und dann hast du dein kleines Programm für Schulter-, Nacken-, Armprobleme schon geschafft.
Mehr Übungen findest du in meinen anderen Videos. Ich verlinke dir gerne nochmal eins mit hier oben irgendwo. Und wenn es dir gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne meinen Kanal. Und auch heute wieder, ihr Payballer, ich danke euch vielmals für die Wertschätzung, die ihr mir überwiesen habt. Herzlichen Dank und alles Gute. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.